Was geht ab, meine Z-Fighter oder Ninjas, und willkommen zu einem Naruto Blazing Video. Denn, Freunde, wenn ihr Interesse an Naruto Blazing habt, dann fangt jetzt an. Denn heute hat die 25 Millionen Download Celebration auf Naruto Blazing angefangen. Loggt euch am besten ein, nehmt die ganzen Logi-Boni mit und so sofort. Und wir haben zwei neue gestörte Charaktere auf jeden Fall dafür. Falls ihr euch an sich fragt, habe ich in letzter Zeit gefragt bekommen, hast du vielleicht Tipps und Tricks, wie könnte man Naruto Blazing spielen? Auf was sollte man achten? Ich habe jetzt keinen Guide oder sowas in der Hinsicht, so einen klassischen, aber ich habe mal ein Video dazu gemacht. Ich werde den Link dazu in die Beschreibung setzen, in dem ich darauf eingehe, wie ich quasi das Spiel mehr oder weniger in die Hand genommen habe oder mehr mich damit befasst habe und wie ich mit dem Spiel klarkam, auf was ich geachtet habe, wie ich meine Pearls farme, wie ich die Mission angehe. So basic. Es war so ein basic Video, wo ich einfach erkläre, wo ich quasi mit meinem Wissen mehr oder weniger, als ich damals angefangen habe, mit Blazing klarkam und so quasi das Spiel spielen konnte. Könnt ihr vielleicht dem einen oder anderen interessieren, der Link dazu ist in der Beschreibung, könnt ihr euch gerne abchecken. Aber wir werden heute summon. Wir haben einen neuen Naruto und wir haben einen neuen Sasuke, Freunde. Oder Sasuke, wie auch immer ihr nennen mögt. Da gibt es ein paar, ja, die sind da ein bisschen empfindlich drauf, wie man das ausspricht. Ihr wisst ja, ich meine, also dementsprechend, ja, so viel dazu. Aber worauf will ich eigentlich hinaus? Wir werden gleich summon. Lasst uns, bevor wir summon, uns erstmal ansehen, was haben die zwei neuen Charaktere drauf. Denn ich muss eines sagen, gucken wir. Also wir haben zum einen, das Geile ist, wenn ihr nicht wisst, wo ihr summon wollt, dann entscheidet euch für einen der beiden. Ich werde gleich sagen, für wen ich eigentlich empfehlen würde, vor allem für Anfänger. Denn wir haben Step-Ups. Bis zu 9 Steps gibt es und im letzten Step habt ihr dann entweder im Naruto-Spanner garantiert Naruto. Das sind 400 Pearls, ist zwar viel, aber dann habt ihr ihn halt garantiert, sage ich mal, im 9. Step. Oder quasi bei Sasuke ist dann genauso, da habt ihr ihn im 9. Step, wenn ihr komplett 9 Multis hintereinander macht. Ihr könnt die Steps gerne mal abchecken, Freunde. Mal hier und mal dort sind Charaktere, eine von den Charakteren garantiert. Mal hier und da sind Rates up und so und so fort. Mal hier und da kosten die Pearls weniger, also die Multi. Ein Multi kostet da weniger. Aber im 9. Step, egal was passiert, habt ihr dann entweder, ja, ob ihr bei Sasuke sammelt Sasuke oder dann bei Naruto Naruto. Es gibt aber auch ein Banner, wo beide drinnen sind. Aber hier würde ich eigentlich nicht empfehlen zu summon, denn hier haben die Charaktere, die 5-Star-Charaktere, dass ein Goldcharakter droppen kann, sind 15% aufgeteilt durch 139 Goldcharaktere, das sind 0,1% ungefähr. Hier würde ich eigentlich nicht empfehlen, obwohl beide hier drin sind. Also ich würde da schon eher auf die Steps gehen. Entscheidet euch, wen von beiden wollt ihr, geht da rein. Wen von beiden würde ich empfehlen, gucken wir uns dazu erstmal die Charaktere selbst an. By the way, sind bei den Step-Up-Bannern quasi 0,33% für entweder Naruto oder Sasuke. Gut, also, erstmal Naruto, Freunde. Gucken wir uns erstmal Naruto an. Was hat unser Boy Naruto drauf? Er ist vom Wisdom-Type, also ist dieser lila Typus. Und Naruto, muss ich sagen, die haben Naruto, ich weiß, was die gemacht haben. Die haben Naruto, der ist broken. Die haben das Spiel zerstört mit Naruto. So wie LSCK, LRK und Kalifla in Dokkan letztens eingeschlagen hat, dasselbe ist mit Naruto. Denn zum einen, ja, Strength, Health, seht ihr alles da, was da abgeht. Das Gestörte, was schon mal aus vorweg ist, sein Field Skill. Ich glaube, das ist der einzige Charakter, der das hat, weil ich habe das noch nie gesehen bei irgendeinem Charakter. Er gibt Crit-Chance, erhöht die Crit-Chance um 2,5 bis 3 Mal, Multiplayer, und, das ist das und Angriff zwischen 2 und 250 ist sein Field Skill, und mit dem Body Skill hielt er um 400. Crit und Attack Boost gibt er. Warum? Das ist das erste Gestörte. Das andere Gestörte ist, wenn man mit ihm Dupes gibt, dann kommt er wirklich auf gute Sachen. Wenn man ihn voll dupert, sag ich mal, dann hat er quasi eine 30%ige Chance, dass sich bei seiner Secret Jutsu, seiner Secret Technik, also bei der zweiten Ninjutsu, sag ich mal, beim zweiten Jutsu, oder halt Ultra Super Attack, je nachdem, wie ihr das nennen mögt, dass er da zu 30% kein Chakra verbraucht. Und selbes gilt dann ab dem zweiten Dupe hier quasi für sein erstes Ninjutsu. Und er hat dann ein Healing noch, wenn man ihn voll dupe hat, von 800 durch die Dupes. Und zu dem Immobilization kann er, also er ist immun gegen Immobilization, ist im PvP, glaube ich, auf jeden Fall sehr gut. Und sein Chakra kann auch nicht reduziert werden durch, ja, Chakra Reduction Field Effect. Also er kann, er hat ja noch Sync Skills, Freunde, er kann bis zu 1000er Heal kommen. Also für PvE ist der ist gestört. Für PvE, jeder, der PvE spielt, kein PvP, würde ich auf jeden Fall Naruto empfehlen. Und auch für Neueinsteiger, für Anfänger, die Blazing zuallererst spielen,
Summon für Naruto, wenn es euch egal ist, ob ihr Naruto oder Sasuke haben wollt. Summon für Naruto, der ist gestört. Zum einen, seine erste Jutsu verbraucht 3 Chakra, die zweite 6 Chakra. Und im Endeffekt sind die Jutsus auch wirklich sehr gut. Also das ist, ich weiß, was sie mit dem Boy, was sie mit ihm gemacht haben. PvP ist folgendermaßen, aber ich glaube, ich kann schon sagen, dass der broken ist. Die haben mit Naruto übertrieben. Also wenn es euch egal ist, ob Naruto oder Sasuke, geht auf Naruto. Sasuke auf der oder Sasuke auf der anderen Seite. Der ist, ganz ehrlich, als ich habe zuerst die Infos von Naruto gesehen und dann habe ich, dann dachte ich mir, oh mein Gott, was geht bei Sasuke ab? Wie gut ist der? Der ist zum einen von Skill-Type, grüner Typus, und als ich den seine Skills, seine Sachen gelesen habe, dachte ich mir, was? Das ist der im Vergleich dazu? Also im Vergleich zu Naruto ist es wie so, da dachte ich mir, was, ernsthaft? Wo ist das Besondere an ihm? Will aber damit nicht sagen, dass er schlecht ist. Er ist wirklich gut. Sicherlich einer der besten Units auch im Spiel. Aber zum Beispiel sein Field Skill ist eine Dodge-Chance bis zu 20%. Und Body Skill an der Stelle ist, dass er eine Damage Reduction gegen Body Elemental Gegner hat. Vergleich das mal mit dem Field und Body Skill von Naruto. Ja, also keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite, als ich dann seine Jutsu gelesen habe, vor allem für PvP in PvP-Hinsicht, dachte ich mir, okay, vielleicht ist das nur für mich so. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Ich denke, vielleicht wäre der Sasuke für ein PvP etwas besser, will ich nicht sagen, aber etwas, ja, angenehmer, sage ich mal. Ich denke, der ist eher für PvP besser geeignet, besser gesagt. Wundert euch nicht, er hat auf seinen ersten Jutsu Chakra Verbrauch 5, auf den zweiten 10, aber sobald ihr zwei Dupes habt, reduziert ihr das eure Chakra Consume um 1, heißt, ihr habt dann quasi 4 und 9. Genau, oder geht das bei dem Reduce Chakra Consume by 1. Also ja, dein erster Jutsu startet dann bei 4 und seine Super bei 9. Es sei denn, das wäre mir dann auch neu quasi, ich habe nie drauf geachtet, könnt mich gerne wissen lassen. Es sei denn, das geht auf 8 runter, weil normalerweise kennt man das ja, Jutsu ist 4, 8, keine Ahnung, 3, 6 und seine sofort das Doppelte. Aber so wie es dran steht bei dem Dupe, wird halt der Verbrauch von Chakra um 1 verringert und das wäre dann 4, 9 eigentlich. Aber ihr könnt mich gerne korrigieren, wie gesagt. Vor allem, wie gesagt, als ich PvP gesehen habe, er hat hier noch zudem ignorierte Damage Reduction, hat eine 50% Chance for Health Recovery Ceiling für 3 Runden oder Immobilization für eine Runde. Also für PvP, glaube ich, könnte man den auf jeden Fall benutzen, denke ich. Aber wirklich, wenn es euch egal ist, ob Naruto oder Sasuke, geht auf Naruto. Aber sowas von, verbraucht alle Pearls da rein. Das sage ich jetzt zwar, aber ich saß hier halbe Stunde und ich wusste nicht, für wen ich gehen soll. Weil ich bin eigentlich Uchiha-Fan, Sasuke-Fan. Im Endeffekt hätte ich gerne beide, aber wisst ihr was? Egal, mir wusste. Eigentlich wollte ich für Naruto gehen, okay? Also ich wollte, okay, jetzt bleib ich mal sachlich. Ich spiele jetzt auch quasi Blazing auch öfter. Freunde, jetzt kommen zwar nicht so viele Blazing-Videos. Ich summon gerne als Video. Blazing, Gameplay-technisch, PvP, Ninja Road, Emergency Mission mache ich gerne in Streams. In Zukunft, wenn wir die ziehen, warum nicht? Ich will nichts versprechen, aber warum nichts? Vielleicht könnte auf Gameplay-technisch etwas kommen. Aber warum gehe ich trotzdem aus Sasuke? Ey, weißt du was, ich sag mir Wurst, Mann. Das ist Sasuke-Fanboy, so Uchiha-Fanboy, dachte ich mir. Und weil ich PvP vor allem in letzter Zeit öfter spiele, würde ich ihn gerne mal im PvP probieren. Genau. Ja, perfekt. Einen Goldcharakter haben wir auf jeden Fall schon mal. Deswegen gucken wir mal. Ich hätte gerne beide, so ist nicht, aber ihr habt die Anzahl an Pearls gesehen. Ich habe auch keine 400 Pearls für 9 Step. Vielleicht komme ich die Tage noch drauf. 2 Stück, 2 Gold, nehme ich an. Nehme ich auf jeden Fall an. Gucken wir mal. Oh, direkt eine. Oh, wer ist das? Speedy. Oh, du kleiner Penn. Warum? Oh. Sorry, dass ich da immer ausziehe, aber wenn ein Charakter aufpoppt, auch noch Fake God, oh mein Gott, dann ist halt ein Charakter, den man nicht hat und das könnte halt der neue sein. Wisst ihr, dass man das Ding eskaliert? So. Wer? Oh Mann, hört auf mich zu trollen. Oh, ihr kleinen Penner, wer ist das, Alter? By the way, ich sag zwar, wer ist es? Ich kenne die Charaktere natürlich, es steht auch legit dran. Aber oh mein Gott, das könnte legit der neue Sasuke sein. Ja, und das ist halt das Feeling hätte ich bei Naruto wahrscheinlich nicht. Also Naruto ist mir da mehr oder weniger als Charakter. Ich will nicht sagen egal, aber Sasuke Main, sage ich das, oder Uchiha Main. Deswegen sind wir erstmal für Sasuke, wenn er irgendwann droppt demnächst. Warum nicht, können wir auf jeden Fall die Tage oder die Woche noch rüber switchen. Wir haben ja dreifach Raids. Sharingan, dreifach Raids für Sasuke, Leute, let's go. Aber abgesehen davon, wie brutal die aussehen, ne? Wünsche ich euch, sag ich mal, auf jeden Fall auch sehr viel Glück. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, weil ich bin echt geflasht. Ich bin wirklich mehr von Naruto geflasht, was sie mit ihm gemacht haben. Wieso sie mit ihm so übertrieben haben. Aber ey, Sasuke hätte ich auch gerne auf jeden Fall. Vor allem wirklich im PvP würde ich ihn gerne showcase. Sehr gut. Oder nutzen, sag ich mal. Wieder 2 Goldcharaktere.
Okay, 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 okay. Wenn das aufpoppt, dann ist das eine gute Chance. Okay. Okay. Dreifach Raids waren das, GG. Ich hatte zwar nicht allzu viel Hoffnung, möchte ich sein, aber jetzt haben wir einen von denen garantiert. Und ganz ehrlich, Sixpath Madara ist nice, der bekommt nämlich sein Limit Break. Shizu ist nice. Auf jeden Fall Itachi auch ebenso, die anderen Charaktere auch. Aber Kaguya ist oben bei Naruto, glaube ich, featured gewesen. Und wer noch? Wer war noch bei Naruto featured? Bei den garantierten im dritten Set. Dritter und fünfter Set ist auf jeden Fall nice. Einen von denen hast du halt garantiert, sag ich mal. Natürlich kannst du jetzt dazu was droppen. Der neue Kakashi am Start. Kaguya ist auch gut. Okay, der Naruto ist nice. Okay, die beiden Steps sind eigentlich gut verteilt, die garantierten Charaktere. Wir sind jetzt Step 3 jetzt, let's go. So, jetzt, by the way, ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum ich so aufgeregt bin, aber... Es kommt vielleicht komisch vor, weil halt nicht so oft Blazing kommt, aber ich spiele Blazing wirklich auch daily, sag ich mal. Und Naruto haben wir gestern im Stream gesprochen. Da haben wir auch drüber geredet, wie Shippuden so mich in meiner Kindheit, sag ich mal, oder wie ich das in meiner Kindheit auch geschaut habe und mich auf jeden Fall inspiriert hat. Tralala, kennt man auf jeden Fall. Falls ihr überhaupt meine Streams habt, Freunde, heute wird gestreamt. Der Streamplan ist in der Beschreibung. Auf Twitch streame ich, oder Twitch, könnt ihr gerne vorbeigucken. Ah, Mann. GG, einer von denen nur. Müll, 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 Müll. Einer von den garantierten. Oh! Her damit, der bekommt sein Limit Break. Das war ein sehr guter von den garantierten. Der bekommt ein Limit Break. So, oh, warte mal, guck mal, wir konnten schon gut zusammen. Wir sind jetzt bei... Wir haben jetzt Summon 4 und danach haben wir sogar noch 6-fach Raids. Oh mein Gott, wenn der in den 6-fach Raids kommt, bitte. Nein! So, jetzt müssen wir ein bisschen mehr Platz holen. Aber Freunde, ihr könnt mich gerne wissen lassen, wen ihr von beiden wollt. Ich wünsche euch, wie gesagt, sehr viel Glück. Wenn ihr einen gezogen habt, lasst mich auf jeden Fall wissen. Naruto oder Sasuke, Freunde, ihr könnt mich gerne wissen lassen. Und nicht wundern. Also, viele waren irritiert, warum nennt man den anderen Naruto und Sasuke LR Naruto oder LR Sasuke. Das war damals der Fall, weil in Blazing waren das die ersten Charaktere, die 0,33 Rates hatten. Das ist nicht so wie in Dokkan. Da gibt's, also in Blazing gibt es eigentlich kein LR in dem Sinne. Das lag einfach nur an den Rates. Ein Gold. Ein Gold. Ein Gold oder gar nichts. Ein Gold oder gar nichts. Oh mein Gott, lieber gar nichts, Mann. Wer ist da? Oh, Tenten, meine Güte. Okay, Freunde, vorerst zum letzten Multi. Wie gesagt, heute im Stream werden wir auf jeden Fall Perks farmen. Vielleicht kommen wir da noch auf ein Multi. Wir haben hier, das sind die 6-fach-Rates, richtig? 6-fach-Rates, Freunde. 6-fach-Rates, let's go, bitte. Oh mein Gott. Geht da was? Komm schon. Freunde, wünsche mir Glück. Bitte. Hashtag One Last Multi. 2%. 2% für den Sasuke. Jetzt, komm schon, let's go, komm, let's go. Oh mein Gott, was soll ich drauf tippen? Drauf tippen? Ja, nein, ich muss drauf tippen. Ich geh crazy. Komm schon, Sasuke. Ich wollte eigentlich Naruto. Okay, da dachte ich mir, du bist ja immer ein Sasuke, Uchiha, my boy. Ja, könnte ich vielleicht auch noch droppen? Komm schon. Ich meine, guck mal, im 9. Step hat man sie garantiert, das sind 400 Pearls, das ist auf jeden Fall viel. Aber ganz ehrlich, immer kriegt man bis dahin was. Das ist das, was ich meine. Ich habe gut gezogen. 6-5 Madara auf jeden Fall. Her mit dem Dupe, sage ich dazu nur. Oder was heißt Dupe? Man kann auch nochmal dann separat nochmal spielen, vielleicht. Oh, ein Gold haben wir. Klar, wir haben ja nur 6 Upgrades. Wir haben keine Garantie. Gut, wenn Sakura nämlich kommt, heißt das, ein Goldcharakter ist am Start. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Drei Goldcharaktere mit 6-fach Rate. 2% für den neuen Sasuke. Pop auf! Pop auf! Bruh. Nein, nein, ups, nein! Oh mein Gott, bitte nicht mit 6-fach Raids. Ich hatte so Hoffnung auf die 3 Goldcharaktere, oh mein Gott. The Dreams, Freunde. Oh mein Gott, egal, egal. Ich meine, bis zum 9. Set werde ich auf jeden Fall noch zusammen. Also einen werde ich, ob so oder so, werde ich mit einem rauskommen. Die Sache ist halt, wir müssen dann auf jeden Fall, oder ich muss die Tage nach Pearls farmen. Ich bin jetzt halt schon im 6. So, ich werde auf jeden Fall den 9. mitnehmen. Auch wenn ich, sage ich mal, den im nächsten Multi so ziehe, dann hätte ich ja 2. Es wäre natürlich immer auch geil, wenn man bis zu dem 9. Step, wenn man die 9. Steps komplett durchzieht, wenn man bis dahin Dupes zieht. Wisst ihr, was ich meine? Ah, egal, heute hat es nicht funktioniert, Freunde. Ich hoffe vielleicht die Tage. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr viel Glück, wenn ihr summon werdet. Und dann, ja, sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'm
I'ma get her back after I'm done. I'm done next time, you ain't won't be around.